Hochwassergefahr mitten in Bern. Die Aren ist zum Bersten voll. Ihr Pegelstand steht unter ständiger Beobachtung. Die Situation jetzt sieht gut aus in dem Sinn. Es hat etwas wenige Bäume und Äste in der Schleuse im Schwellenmetall in Bern. Und das wird jetzt mit einem grossen Kranwagen wird da verschiedenes Material angehängt, rausgezogen und hier auf den Lastwagen verladen, versagt und in Deponie gebracht. Ja. Eine Katastrophe wie im Jahr 2005, wo das ganze Mathe-Quartier überflutet worden ist, wird es also nicht geben. Trotzdem, die Feuerwehr Bern hat die Bewohner des Mathe-Quartiers mit einer Warn-SMS über die aktuelle Lage informiert. In der Zwischenzeit hat es gewisse kleine Probleme gegeben mit Grundwasser, wo der ein oder andere Keller jetzt etwas bekommen hat. Dort hat man zum Teil auch Pumpen installiert. Aber man kann wirklich davon ausgehen, dass sich die Situation nicht verschärfen wird. Die Anwohner sind sich die Hochwassergefahr gewöhnt. Ganz verlassen tut sie die Angst trotzdem nie. Es braucht irgend zwei, drei Tage enorme Niederschläge, vor allem im Oberland. Und wenn es nachher hier nicht auch weiter regnet, sind wir eigentlich relativ schnell wieder in dieser Situation, dass der Grundwasserspiegel zu hoch wird.